Ja, hallo allerseits, herzlich willkommen zu dem offiziellen Review vom iOS 4 Software Update, was gestern ja noch verspätet um so 5 nach 7 rausgekommen ist. Ich habe es mir auf mein iPhone 3G gezogen und möchte euch jetzt einfach mal kurz die Neuerungen erklären, die jetzt da bei diesem Software Update bei rumgekommen sind. Gut, legen wir doch einfach mal los. Zunächst fällt uns auf, dass hier oben in dem Bereich schon mal die Zahlen viel kleiner sind. Also das wurde ein wenig geschrumpft. Wenn jetzt der Netzanbieter da steht, sieht man auch den kompletten Spruch des Netzanbieters und nicht nur einen Teil. Des Weiteren ist die Uhrzeit jetzt kleiner geworden und die Akkuanzeige auch etwas kleiner, beziehungsweise alles etwas dünner. Dann fällt hier auf, dass in meinem Dock jetzt eine leichte Spiegelung herrscht. Das ist eine kleine Veränderung im Gegensatz zu davor. Also, das sind erstmal die visuellen Veränderungen zum Anfang. Wie gesagt, iPhone 3G ist das. Da gehen leider folgende Funktionen nicht. Hat mich ein wenig geärgert, muss ich ganz ehrlich sein. Man kann jetzt seinen Homescreen-Hintergrund beispielsweise nicht einstellen und der Kamera-Zoom, der geht auch nur beim 3GS, obwohl das natürlich auch abzusehen war. Homescreen hat mich ein wenig geärgert, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Dann machen wir einfach mal weiter. Wenn wir jetzt auf die E-Mail hier beispielsweise gehen, dann fällt uns direkt mal Folgendes auf. Das ist eine der hauptsächlichen Veränderungen und auch eine der sinnvollsten Veränderungen, wie ich finde. Man hat jetzt einen Alle-Posteingang. Das heißt, man kann jetzt alle E-Mails auf einmal abrufen. Dort werden die E-Mails dann zusammengefasst von allen Accounts, die man auf seinem iPhone hat oder auf seinem iPod Touch natürlich auch. Das ist eine sehr gute Funktion, vor allen Dingen, weil auch jetzt in Zukunft die E-Mails als Serien angezeigt werden. Wenn ich jetzt von einer bestimmten Person mehrere E-Mails bekomme, habe ich dafür ein Fach und das ist dann ähnlich wie beim SMS-Schreiben, dass es dann alles in diesem einen Fach angezeigt wird. Das ist sehr, sehr gut zentriert und man hat da wirklich auch, das wurde aber auch wirklich einfacher damit gemacht, weil ich denke mal, es war davor doch sehr schwierig, immer zwischen den einzelnen Accounts hin und her zu scrollen. Und so kann man wirklich alles auf einen Blick haben und dann hat man wirklich alle seine E-Mails direkt und kann sie direkt schnell beantworten. Gut, gehen wir mal wieder aus dem Mail-Account raus. Wenn wir jetzt hier eine Seite weitergehen, sieht man die nächste große Veränderung. Man kann jetzt iBooks auf dem iPhone 3G und 3GS öffnen, also iBooks, kennen ja viele von euch wahrscheinlich schon vom iPad, ist die Funktion, dass man jetzt Bücher übers Internet, über den iBook Store kaufen kann und diese dann auch auf den verschiedenen Geräten lesen kann. Wenn wir das jetzt einmal öffnen, sieht das Ganze folgendermaßen aus. Und ihr seht schon, das dauert ein wenig. Und das ist auch eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist. Es dauert ein wenig mehr. Also beim iPad ist es sowieso ruckzuck da. Aber beim iPhone 3G insbesondere dauert es doch ein wenig mehr, bis man es geöffnet hat. Wenn man es dann geöffnet hat, sieht es ähnlich aus wie auf dem iPad. Allerdings hat man immer nur eine Seite, in der man lesen kann. Es ist, wie gesagt, eine abgespeckte Version des iPads, so würde ich es bezeichnen. Und man kann natürlich auch ganz normal dann blättern und das Buch lesen. Was gut ist, man kann natürlich auch wie beim iPad die Schrift größer stellen, also stellt sich jetzt nicht das Problem, dass man ein Problem mit seinen Augen nach einer Zeit bekommt. Gut, dann gehen wir einfach mal hier wieder raus und da sehen wir auch direkt schon die nächste große Veränderung. Ja, die nächste große Veränderung zeigt sich hier in dem Stil der Ordner. Man kann jetzt Ordner erstellen. Das hat mich dann noch etwas erleichtert, als ich gesehen habe, dass man das auch auf dem iPhone 3G machen kann. Heißt auf gut Deutsch, man kann jetzt Folgendes machen. Ich habe jetzt hier das mal an zwei Apps getestet. Man kann jetzt einen Ordner mit Spiele erstellen. Das macht das iPhone dann automatisch. Ich werde jetzt mal hier dieses Spiel wieder rausziehen. So. Und dieses Spiel auch wieder rausziehen. Wenn man jetzt einen Ordner erstellen möchte, dann ist das ganz einfach. Macht man einfach Folgendes: Man zieht das eine App über das andere. So. Zack. Und schon ist der Ordner erstellt. Und die Kategorie sucht sich dann iOS 4 auch automatisch raus. Das heißt, man hat dann auch direkt die richtige Kategorie, in diesem Fall Spiele. Gut. Jetzt haben wir den Ordner erstellt. Können da wieder rausgehen. Und ihr seht, das geht mit Produktivität
Das geht mit jeder Kategorie soweit. Gut. Okay, dann kommt noch eine weitere Veränderung im positiven Sinne. Man kann jetzt seine Fotos nach Orten sortieren. Ja, ihr habt schon richtig gehört, das iPhone hat ja GPS und man kann jetzt da wirklich diese Funktion nutzen, um zu sehen, wo sind meine Fotos entstanden. Ich werde euch das mal kurz demonstrieren. Ihr seht das jetzt hier schon, hier unten kann man jetzt zwischen Alben und Orten wählen. Ich gehe jetzt hier mal auf Orte und dann sieht man die Landkarte und ihr seht, ich habe schon so gut wie überall auf der Welt hier Fotos gemacht. Ja, das ist wirklich gut, die Funktion, weil man kann sich ja nicht immer daran erinnern, wo man schon Fotos geschossen hat. Und dafür ist das, denke ich mal, richtig, richtig akzeptabel. Und ja, nettes Feature am Rande, würde ich sagen. Gut, insgesamt waren das die Hauptveränderungen fürs iPhone 3G. Beim iPhone 3GS kommt natürlich dann noch der Videofokus per Fingertipp dazu. Dann kommt noch der digitale Zoom dazu, den man jetzt neu gemacht hat. Und das Multitasking. Ja, das Multitasking geht natürlich auf dem 3G auch nicht. Aber das war ja schon davor klar. Ich meine, das Multitasking, dafür reicht es beim 3G einfach nicht. Das 3GS ist dafür schneller. Und das iPhone 4 ja sowieso. Und ich denke, das Multitasking, damit hat man auch da mehr Spaß. Mit einem Jailbreak kriegt man das natürlich alles drauf. Ich bin ja kein besonderer Fan davon. Aber es geht mit einem Jailbreak alles. Das nur so am Rande. Gut, im Prinzip war es das auch schon. Das waren so die hauptsächlichen Veränderungen. Ich finde das iOS 4 Update auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man darf ja nicht vergessen, ist alles kostenlos und man hat jede Menge neue Funktionen dazu gekriegt, die es jetzt auf dem iPhone 4 erst neu gibt. Ja, gut, das war es im Prinzip auch schon. Jetzt möchte ich noch euch fragen, was haltet ihr denn von dem iOS 4 Update? Vielleicht habt ihr es ja auf euren iPod Touch zweite Generation, ähnlich wie 3G, oder dritte Generation draufgezogen. Oder ihr habt es auf euer iPhone draufgezogen. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet, von der ganzen Sache. Das war's von diesem kleinen Review zum iOS 4 Update fürs iPhone 3G. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, denkt wie immer dran, den Daumen hoch zu machen, meinen Channel zu abonnieren. Die anderen interessanten Channels stehen alle in der Beschreibung und ich sage Peace, bis zum nächsten Mal.